Es war ein atemberaubendes Erlebnis, was den rund 800 Besuchern im LWL Industriemuseum Henrichshütte geboten wurde. Unter der Leitung von Stardirigent Christian Järvi gastierte das Baltic Sea Philharmonic Orchestra in der ausverkauften Gebläsehalle. Also es war natürlich eine ganz tolle Atmosphäre hier in Hattingen in der Henrichshütte. Ganz toller Saal, die Musiker waren ganz begeistert, der Dirigent, der in der ganzen Welt unterwegs ist, die größten Konzertsäle auch erleben kann und doch viel, viel Erfahrung hat, der war hier ganz begeistert, hier zu Gast zu sein. Und ich glaube, das hat man ja auch gemerkt, dass es rübergesprungen ist, der Funke. Das Orchester ist ja auch sehr viel schon rumgekommen und ja, wir sind natürlich auch froh, dass wir in diesem Jahr in vielen großen anderen Locations auch zu Gast sein können, auch in der Elbphilharmonie, ist natürlich auch ein Traum, in der ersten Saison der Elbphilharmonie auch dort zu Gast zu sein. Und hier war es ein ganz, ganz toller Start unserer Europatournee und ja, ich hoffe, wir kommen irgendwann mal wieder. Stilvoll in blaues Licht getaucht, startete die Europatournee mit dem Programm Waterworks hier in Hattingen und nahm so die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise in die Welt des Wassers. Das hier zu erleben, war mehr als nur Musik. Es war das Konzertereignis des Jahres. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Das überlasse ich gern dem Publikum. Das Jahr ist ja auch noch früh. Aber ich muss schon sagen, es war ein grandioser Abend, wo wieder mal gezeigt wird, was es für ein grandioser Ort auch ist. Ja, also wo diese Wechselwirkung zwischen ausgedienter Industriehalle und eben jetzt was ganz anderem. Also wenn man sich überlegt, dass vor 30 Jahren hier noch die Maschinen den Ton angegeben haben und heute eine neue Generation junger Musiker da vorne steht und den Takt vorgibt, finde ich das auch ein wunderbares Zeichen für den Strukturwandel. Auch Baltic Sea Philharmonic Intendant Thomas Hummel lobte den passenden Spielort zum Auftakt ihrer Europatournee. In einem Industriemuseum ist es einfach sehr gut realisierbar, die Projektion, die Technik und der Sound. Also insofern war das doch eine sehr stimmige Sache und ich glaube, das Publikum hat es auch toll gefunden und glaube ich, der Erfolg gibt uns ja dann recht. Alles in allem war es wieder mal ein gelungener Konzertabend, der seinesgleichen sucht. Strukturwandel kann funktionieren, bei uns in Hattingen auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn Sie das einfach in eine Reihe stellen, allein der Konzertorte, wird auch nochmal deutlich, was es für Hattingen bedeutet. Insofern stimmt es vielleicht auch mit dem Konzertereignis des Jahres. Ja? Wenn Sie einfach hören, Hattingen, Kopenhagen, Berlin und die Elbphilharmonie. Und wenn wir Hattingen in diese Reihe stellen können, glaube ich, dann haben wir was geschafft.